Willkommen aus der Bayer Arena, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir melden uns heute wie immer mit dem Doppelkommentar. Florian Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte für euch am Mikrofon. Große europäische Nächte. Auch heute ist wieder so einer. Die UEFA Champions League steht an mit der Ligaphase. Bayer Leverkusen gegen RB Salzburg. Ja, wir können uns nur freuen auf diese Partie heute in der Ligaphase. Die Atmosphäre ist wirklich großartig im Stadion und das verspricht auch dieses Spiel zu werden. Ich bin gespannt auf den Auftritt beider Teams. So spielt Bayer Leverkusen heute. Jonathan Tah spielt mit Edmund Tapsoba in der Abwehr. Ezequiel Palacios steht mit Granit Xhaka im Zentrum. Und im Angriff ist es ein Sturmduo. Marcel von RB Salzburg. Sie spielen das im 4-3-3. Der offensiven Dreierreihe kommt die Aufgabe zu, permanent Druck auf den Gegner auszuüben. Die Mittelfeldspieler müssen viel unterwegs sein, um keine großen Lücken entstehen zu lassen. Mal sehen, wie sie das umgesetzt bekommen auf dem Rasen. So, Bayer hat hier den Anstoß rein in die erste Halbzeit. Alejandro Grimaldo. Sehr starker Ball. Ist gut gehalten. Wie gut kommt er? Der Kopfball muss er noch mal ran, der geht ja weit vor. Alles bei Salzburg. Einwurf jetzt. Ja, und so musst du da reingehen, schön körperlich robust. Mit der Faust. Ja, RB Salzburg und weg ist der Ball. Und völlig klar, dass das heute ganz entscheidend wird. Wie prägt Florian Wirtz dieses Spiel? Ganz kurz, Ali. Alle Augen auf die Szene. Das wird gerade spannend hier. Wirtz. Ja, der kommt an. Was macht er jetzt raus? Angriff immer sehr gefährlich. Das war ein richtig guter Angriff. Was eine Abwehraktion hier ganz am Ende. Clark. So, da ist der Ball jetzt mal weg.
Chance auf die Führung. Und das ist es. Da ist das 1:0. Der Blick auf dieses Tor, kurze Distanz, dann ist es letztendlich kein Problem, den reinzumachen. So, erstmal weiterlaufen lassen, gut gemacht vom Schiri, jetzt dann doch unterbrochen und gibt dann doch noch Gelb. Ja, hatte es selbstverständlich noch auf dem Zettel, dass die harte Aktion dann noch geahndet werden muss. Das ist ein gefährlicher Ball. Was machen sie draus? Sind fast schon durch. Und was für eine geile Antwort auf das Gegentor. Direkt der Ausgleich. So ist das Tor gefallen. Sind wir hier. Setzt sich richtig gut durch. Und dann dieser harte Schuss zieht einfach ab. Und drin ist er. Nach dem Tor steht es jetzt hier also 1:1. Grimaldo. Vier Optionen da. Kann es aussuchen. Wo spiele ich hin? Das ist eine gute Flanke. Ja, diese Flanke sah nicht schlecht aus. Tick zu nah ans Tor. Teller. Und erstmal vorbeigetreten. Gut dabei. Ist da aber immer noch Gefahr. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Gehalten, aber noch nicht ganz sicher. Ja, der kann durchatmen, wird nicht wirklich gefährlich. Ballverlust. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Ball und Torwart. Ganz in Schwierigkeiten. Teller. Schick. So, eine Minute. Spielen wir hier noch länger. Dann ist Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause in der Bayer Arena. Ja, und das ist von ihm ehrlich gesagt nicht überzeugend. Da vorne drin zeigt heute noch so gar keine Torgefahr. Wenig Torgefahr, die da ausgeht von jemandem, der normalerweise das Team schultert. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt in diesem Spiel, wo alles offen ist. Und er zieht ab. Richtig gut gehalten. Guter Einsatz hier. Das war höchste Gefahr fürs Tor. Alejandro Grimaldo. Alex Garcia. Das ist zielstrebig gespielt. Jetzt kommt die Führung. Gutes Torwartspiel bei diesem Ball. Wir sehen ein Fußballspiel, das sehr berauschende Wirkung entfaltet. Es gibt Chancen auf beiden Seiten. Es macht einfach richtig Bock zuzugucken.
richtig gefährlich werden. Und beinahe macht er hier den Doppelpack. Ja, torgefährlich wie eh und je. Ein Treffer haben wir von ihm schon gesehen, aber hier scheitert er am Keeper. Kurz ausgeführt. Schlägt den Ball an den Langpfosten. Das bleibt noch heiß, nicht gut geklärt. Ja, da machen sie jetzt nicht so wirklich viel draus. Alex Garcia. Patrick Schick. Und der Ball ist weg. Erstmal bereinigt. Jetzt bekommen sie hier vielleicht die Chance. Gane Chaka. Der Zug den Kollegen tief. Und der Linienrichter zeigt da Abseits. So, jetzt ein Wechsel. Jetzt. Na, jetzt kommt der nochmal. Ja, das hätte was werden können. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. Florian Wirtz. Ach, das geht hoch. Stimmt, Schmizo. Will da raus aus dem Abseits, aber das klappt nicht so richtig. Also, jetzt die Auswechslung. Und hat das Auge für den freien Raum. Jetzt. Perfekt verteidigt, nah am eigenen Tor. Auf der Außenbahn, der Platz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kurze Distanz, aber der Ball nicht drin. So, Trainer bringt nochmal frische Kraft. Leverkusen wird nochmal von den Fans angefeuert. Vielleicht geht mit dieser Unterstützung ja doch mehr als dieses Unentschieden. Sie versuchen echt eine Menge. Und der Pass scharf nicht, aber wuchtig war das Ding. Ja, entscheidet sich für die Gewaltvariante. Ein bisschen mehr Gefühl und vor allen Dingen Präzision wäre gut gewesen. Ball ist weg. Und Florian Wirtz. Das ist die Chance zur Führung. Und jetzt ist er drin. Kurz vor Schluss. Das könnte schon die Entscheidung sein.
sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Da lässt sich jemand überhaupt gar nicht aus der Ruhe bringen. Der Abschluss ist optimal und da gibt es nichts zu halten. Und wir machen weiter nach diesem 2:1. Alles gut. Und der Schiedsrichter lässt hier 3 Minuten nachspielen. So, sehr gut angeboten. Da gibt es genug. Schmeißt sich da rein. Anwurf RB Salzburg. Und jetzt ist Schluss. Bayer Leverkusen feiert also direkt den ersten Sieg zum Auftakt in die